Okay. Die Verteidigung von Celiana wurde weiter verstärkt. Ohne deine tatkräftige Hilfe wäre das nicht passiert. Du hast meinen Dank. Derzeit werden die letzten Vorbereitungen am Drachenreißer vorgenommen. Wir werden ihn brauchen, wenn wir den Velkaner zurückschlagen wollen. Er wurde bereits vor den Toren Celianas gesichtet. Uns bleibt vermutlich nicht mehr viel Zeit. Ich will, dass dir eins klar ist. Unser Ziel ist es, den Velkaner zurückzuschlagen und Celiana zu schützen. In Phase 1 müssen wir den Velkaner ablenken oder binden, damit wir den Drachenreißer zum Angriff bereit machen können. Ihr Jäger und eine Barrikade, mehr steht uns nicht zur Verfügung, um den Drachenreißer und Celiana zu schützen. Sorg also dafür, dass die Barrikade hält. Phase 2 beginnt, wenn der Drachenreißer bereit ist. Wir treffen den Velkaner mit ihm und zwingen diesen so zum Rückzug. Ist der Drachenreißer fertig, musst du ihn mit Zündern versehen, sonst kann er nicht abgefeuert werden. Okay, Feldteam, trefft letzte Vorbereitung und nehmt dann so bald wie möglich die Quest an. Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, werden sich, mit Ausnahme der Rumpfmannschaft, alle aus Astera auf den Weg nach Celiana machen. Hier steht jetzt alles auf dem Spiel. Sorgen wir dafür, dass der Einsatz ein Erfolg wird. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und die Flamme meines Herzens kocht auf höchster Stufe. Beschützen wir Celiana, Partner! Los geht's! Okay, warte mal kurz. Bevor wir überhaupt irgendwas machen, muss ich ganz fix mal in die Schmiede und erstens gucken, was der Odogadoggo mir an geilem Stuff gegeben hat. Und zweitens, wieder zum Feuer-Tezuka, Tezeuka, Tesor, Glavenus, Insect-Glaive wechseln. Okay, was haben wir Neues bekommen? Das Vulkan-Set. Oh, das sieht fast ein bisschen sexy aus eigentlich. Also das mit den Haaren ist ein bisschen fragwürdig, aber ansonsten finde ich es eigentlich gar nicht so kacke. Das kann ziemlich viel. Wie kommen wir denn da? Gegen Drachen auch noch. Ist das prinzipiell gegen Velkaner praktisch? Weil, keine Ahnung, ist ein Drache. Aber der ist halt wahrscheinlich auch eher Eis und weniger Drache, ne? Deswegen macht irgendwie eine Eisrüstung mehr Sinn. Tja, vielleicht sollten wir kurz noch Grinding, Grindy, Grindy, Grind machen. Dass ich vielleicht noch irgendein Set gegen Eis bekomme, was vielleicht nicht furchtbar ist, weil das, das Glavenus-Set ist eher so ein Fire-Set eigentlich. Oder habe ich das vielleicht sogar? Ich kann mir halt so ein Schneesturm-Set holen. Das ist ziemlich gut gegen Eis. Ich glaube, das ist sogar noch besser gegen Eis, ne? Aber das ist nicht so stark. Gute Frage, gute Frage. Da brauche ich ja wieder so viel Kacke für. So reiner Kristall hierfür, Schamas Scherben, Flugdrachen. Warum brauche ich immer, muss ich immer 30 Sachen grinden? Dafür, weißt du, ist mir egal. Ich hab einfach, halt einfach das an, was ich habe, und dann ist gut. Ist vielleicht eine Feuerrüstung, aber was soll's. Ich schmelze mit meiner Hotness einfach das Eis. Problem gelöst. Wo habe ich's denn? Das ist es nicht. Das hier ist es. So, kann ich auch die Dekoration wieder ändern, weil ich dann die ganzen Dinger nicht mehr brauche. Und stattdessen kann ich hier... Okay, die beiden Angriffsjuwelen habe ich da drin. Das ist schon mal ziemlich super. Dann bombe ich hier noch ein paar Verteidigungsjuwelen rein, weil ich habe ja anscheinend 80 davon. So, bin ich jetzt gut verteidigt? Verteidigungsboost Stufe 4, Angriffsboost Stufe 3, Ohrstabs Stufe 5. Das läuft, sag ich euch. Wenn das nicht gut wird, dann weiß ich auch nicht. Okay. Dann, neue Quest bekannt machen. Aufgaben. Verteidigung von Celiana. Auf we go, würde ich sagen. Oha! Okay. Oder haben wir kurz noch was?
Wow, 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 wow. Und dann los geht's. Verspätung. Bericht. Großvater, er ist... Wow. Du bist ein Anführer. Gewinne Zeit. Zeig allen, dass du es drauf hast. Wir brauchen mehr Zeit für den Drachenreißer. Schütze diese Barrikade mit deinem Leben. Nur du hast diesen Vulkaner schon einmal bekämpft. Wir dürfen nicht scheitern. Und ihr helft uns bei den Vorbereitungen. Das Ding muss schnellstmöglich bereit sein. Verstanden. Okay. Celiana ist erledigt. Wenn wir das Ding nicht abwehren, kämpft mit Herz und Verstand, Jäger. Los! Wir müssen die Barriere beschützen. Halt sie in den Schacht, bis der Drachenreißer bereit ist. Artilleriemannschaft ist einsatzbereit. Binderballiste ist ebenfalls bereit. Zuerst müssen wir ihn schwächen. Wenn er dann taumelt, kommt der Binder zum Einsatz. Überlasst das uns! Der Drachenreißer wird schnellstmöglich fertiggestellt. Schützt die Barrikade! Lade die Zünder, bevor er sich losreißt. Der Drachenreißer ist auf der anderen Seite des Lagers. Siehst du die Feline da drüben? Dort sind die Zünder gelagert. Zum Feuern werden 2 Zünder benötigt. Ich halte ihn mit Ballistenfeuer in Schach. Wir haben es fast geschafft, Leute. Haltet den Druck aufrecht.
Soldaten und bereit! Runter mit der Barrikade! Drachenreißer geladen! Feuer bereit! Wir haben den Balkaner gebunden! Drachenreißer feuern! Jetzt! Drachenreißer feuern! Wie geht's ihm? Keine Angst. So eine Kleinigkeit haut ihn nicht um. Du hast hier gute Arbeit geleistet. Ja. Aber es ist noch nicht vorbei. Leute, das war gute Arbeit. Geschafft. Geschafft. Hergehört. Wir haben den Vulkaner abgewehrt. Aber wir haben keine Ahnung, ob und wann er wieder zuschlägt. Bereitet alles vor. Verstanden. Wir müssen schnell handeln. Sein Nest ist in den Tiefen der Hinterlande. Euch brauche ich. Ich sage daher, tragen wir den Kampf zu ihm. Du hast das echt drauf. Du überraschst mich immer wieder. Cillian und alle Bewohner verdanken ihre Rettung. Ich kann dir und der Fünften gar nicht genug für all das danken, was ihr getan habt. Wir wissen jetzt, wo der Vulkaner ist. Er hatte ein Nest ganz tief in der Weite. Ich habe gerade eine Quest für unsere besten Jäger vorbereitet. Das schließt dich natürlich ein. Bereite dich gut vor, sehr vorsichtig, und komm vor allem wieder wohlbehalten zurück. Tust du das nicht, werde ich hier vermutlich leider ein wenig durchdrehen. Oha, okay. Entweder wir oder der Vulkaner. Geben wir unser Bestes. Dann schaue ich gerade mal, was das Quest hier sagt. Ist das jetzt wirklich die Vulkaner-Quest oder ist das wieder so ein dritter Fake-Out, wo Vulkaner auftaucht, aber dann wieder abhaut? Nein, es ist Stufe 5. Okay, dann wollen wir mal. Das klingt doch cool. Ich möchte gerne Vulkaner töten, glaube ich. Jetzt bekommt Mu seinen Ass gechained. Ich hoffe. Okay, ich hoffe. Vor allem habe ich gerade vergessen, während des Vulkaner-Kampfs mein Mikrofon wieder anzumachen. Das war ein bisschen peinlich, aber... Wenn es eh nur eine spielbare Cutscene mehr oder weniger war, dann ist das ja auch alles in Ordnung. So, warte mal kurz. Kann ich schon irgendwas Cooles hier machen, was hilft? Tatsächlich nein. Okay, dann RIP, I guess. Kann ich schon Dekorrüstung machen, die geil aussehen? Nein, okay, dann RIP, I guess. Los geht's. Gute Nacht, Kanaria. Schlafe gut, komm bald wieder. Ich werde dich ganz doll vermissen. So, ich habe keine heißen Dings-Dudes mehr. Das ist generell furchtbar, wenn ich keine heißen Dings-Dudes mehr habe. Wo ist denn der Item-Mann, der mir Items verkauft? Der ist doch auch hier irgendwo, oder? Muss mir neue Heißgetränke kaufen. Okay, einen Haushälter brauche ich nicht. Bei euch kann ich nichts kaufen. Du bist die Untersuchungsfrau, das weiß ich. Hier. Nicht schüchtern sein. Ja, alles cool. Nein, nicht in den Beutel, in die Truhe. Und zwar Heißgetränke für alle. Das reicht.
So, okay. Ich hab gegessen, meine Items sind aufgepackt, ich habe meine Dekoration gefixt. Ich könnte meine Motte nochmal upgraden, aber dafür fehlt mir der Kram. Los geht's. Danach möchte ich gerne die Velkana-Rüstung, glaube ich, grinden. Das wird auch wieder 100 Jahre dauern. Oh mein Gott. Ja, los geht's. Yes, Madam, Sir. Yes, Madam, Sir. Madam. Sir, Ma'am. Ma'am, Sir. Ich werde den Käfern folgen. So. Eigentlich ist es voll unnötig, dass ich hier ständig die, Heißdinger trinke. Also nicht trinke, sondern selber kaufe, weil ich finde sie ja jedes Mal in der Truhe. Aber man möchte ja auch nur mal sicher gehen. Manchmal landet man ja auch nicht im Lager, sondern irgendwo. Und dann ist es halt ein bisschen peinlich, wenn du keine Heißgetränke dabei hast und einfach stirbst, weil es zu kalt ist. Kann ich eigentlich mein Vieh rufen? Kann ich tatsächlich nicht. Schade, was soll's. Ah ne, warte, ich muss hier irgendwie lang. Okay. Das nehme ich mit. Machen wir uns kurz mal warm. Was bringt das eigentlich? Dieses grüne Symbol da oben. Dass meine Heilflaschen mehr bewirken? Wenn du ein Monster herreitest, versuchen wir es zu fangen. Das ist doch mal ein Angebot. Das sieht jetzt aber extraordinär aus hier. Kennst du das, wenn du stirbst, weil du keinen Kakao da hast? Haben wir keinen Kakao mehr da und du stirbst jetzt metaphorisch, weil dann sterbe ich nämlich auch. Ich liebe Kakao. Kakao ist einfach das Beste. Ein neuer Weg ist offen. Ich glaube, es wird sehr hübsch gleich. Es sieht auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus. Dieses Rot mit dem Blau mixt sich sehr gut, muss ich sagen. Als jemand, der was Designtechnisches gelernt hat, finde ich das hier echt hübsch gerade. Oh mein Gott! Okay, dann wollen wir mal. Ich habe vielleicht ein bisschen Angst. Okay. Mir fehlt nur noch Orange. Dann bin ich dabei einfach. Bäh. Fuck. Nicht vom Schwanz getroffen werden.
finde ich prinzipiell ziemlich okay, was hier gerade passierte. Okay, es kommen auch Leute hier mit zu, das ist angenehm. Wow, okay, ich habe hier einfach voll den Kopf getroffen. Sehr nice. Hauen wir ihm auf das Köpfchen, bis er runterfällt. Sehr schön, sehr schön. Eieiei, okay, das war nicht so klug. Au, okay, das war fies. Ich dachte mir, vielleicht ist er nett und lässt mich zumindest zu Ende schärfen, aber das war anscheinend nicht der Fall. Danke, dass das nochmal passierte in meiner Lebenszeit. Hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott. Jetzt kann ich noch meinen Shit rufen, oder? Theoretisch. Nö, okay. Ich weiß nicht, warum ich manchmal mein Vieh dabei habe und manchmal ist es einfach nicht da, aber was soll's. Es ist halt mega praktisch. Ich habe gelernt, du kannst halt darauf einfach Tränke trinken und schmieden und machen und tun und alles. Und das ist einfach so cool eigentlich. Dann dachte ich mir gerade, kann ich eigentlich mal machen. Jetzt habe ich einfach mein Vieh nicht mehr. Was echt zart ist eigentlich. Schon.
Kannst du bitte rot ziehen, Alter? Falls übrigens ihr noch nicht sehen könnt, dachte ich mir, ich mache einfach noch ein paar Explosionen mit dazu. Ich glaube, ich habe bereits Vulkanamaterial verpasst, oder? Das würde mich jetzt mega ärgern. Ich kann mein Vieh nicht rufen. Das macht mich echt traurig eigentlich. Muss ich halt laufen. Ach komm, das war Bullshit. Das war voll am Kopf getroffen. Du merkst, wie der Kana einfach im Wasser gelandet ist und einfach komplett schmalz. Komplett schmalz, weil das Wasser warm ist. Hoffe ich. Also es wäre sehr cool, wenn sie es einprogrammiert haben, dass er sie schmilzt, wenn er hier in die warme Wassergeschichte fällt. Mehr nicht Gläfe, noch was anderes sehe ich da. Langschwert.
Ich würde halt echt gerne Großschwert können, weil das eigentlich ganz cool ist und halt einfach, wenn du es kannst, meiste Damage macht. Aber... Irgendwann. Morph Axe ist eigentlich auch ganz okay. Cool, Jumaro. Das war halt einfach mega unnötig, Mann. Okay, holy shit. Die Jäger der Mondwelt sind auf dem Weg. Wir werden mit allen Mitteln kämpfen, um das zu beweisen. Aber gut, das war ein cooler Kampf, ehrlich gesagt. Das war ein süßer Kampf. So, ist hier jetzt noch irgendwas, was ich irgendwie aufsammeln könnte? Ah, guck mal. So. Aber ja, das war ein süßer Kampf. Den mochte ich gerne. Der war stylisch, der war cool. Das Monster war nicht zu krass aggressiv. Die Leute waren einigermaßen kompetent. Das war schön, das habe ich gerne gemacht. Gute Arbeit. Du hast dich selbst übertroffen. Verblüffend. Wie schaffst du das? Unglaublich. Durch schnelle Magmaabkühlung geformt. Mit diesen Fragmenten kann er die Kälte kontrollieren. Wenn sie dann verwittern und abfallen, ersetzt er sie einfach. Oh Mann, das ist cool! Interessant. Bemerkenswert. In der Tat. Oh, wow. Freust du dich, deinen Großvater bald zu sehen? Ja, aber ich habe das Gefühl, dass er mir noch etwas anderes zeigen wollte. Das wird er schon noch. Ja, und ich werde ihm alles erzählen. Für alles, was du getan hast, vielen Dank. Ich meine, du. Und dann, was ich meine, ist... Grüße. Zurück, huh? Gut, die Lage hier hat sich beruhigt. Es scheint so. Bitte weiht mich in die Dinge ein, die ich verpasst habe. Und so kehrten die Legianer zu ihrer normalen Routine zurück und wir konnten eine Katastrophe vermeiden. Beeindruckende Arbeit. Allerdings habe ich beunruhigende Neuigkeiten für euch. Ich möchte meine Entdeckung mit euch teilen.
Doch bevor wir weiter... Wir haben hier überall unnatürliche Verwerfungen gefunden. Massenweise. Das deutet auf häufige seismische Aktivität in der Gegend hin. Seismische Aktivität? Richtig. Allerdings konnten wir nicht herausfinden, was das mit dem Vulkaner zu tun hat. Das und wir wissen nicht, was diese Lieder verursacht. Moment mal. Das scheint alles verbunden zu sein. Das Verhalten der Legianer und der verjüngte Vulkaner sind nur ein einfaches Nebenprodukt dieses Phänomens. Wenn wir das nicht beenden, bleiben die Irregularitäten im Ökosystem bestehen. Also dann, was ist die Ursache? Ach, der alte Allwürm. Bevor wir anfangen, möchte ich etwas sagen. Die Art, wie alle zusammengearbeitet haben, um den Vulkaner zu besiegen, macht mich stolz, Teil dieses Teams zu sein. Hervorragende Arbeit. Gleichwohl, unsere Arbeit ist noch nicht erledigt. Berichtet. Ich habe eine Nachforschung über die Quelle dieses mysteriösen Liedes angestellt, von dem die 5. Flotte berichtet hat. Und ich habe meine eigene Untersuchung über das geologische Phänomen ausgeführt, das wir jetzt seismische Aktivitäten nennen. Zusammen haben wir herausgefunden, dass die deutlichsten Spuren seismischer Aktivitäten dort stattgefunden haben, wo das Lied gehört wurde. Die können doch nicht beide die gleiche Ursache haben, oder? Der alte Allwürm. Natürlich kann sich das als lächerliche Worte, geschrieben auf einem alten Stück Stoff, herausstellen. Aber ich glaube, wer sie geschrieben hat, muss Gründe dafür gehabt haben. Wie auch immer. Wir müssen mehr Orte finden, die das Lied und die seismischen Aktivitäten verbinden. Dem stimme ich zu. Wir sollten uns die Verbindung zwischen den beiden Phänomenen genauer ansehen. Nun, was sollen wir deiner Meinung nach tun? Ich glaube, die Jäger der 4. Flotte sollten uns bei der Untersuchung des Leads und der seismischen Aktivitäten helfen. Was die 5. angeht, die sollen sich darauf konzentrieren, das Verhalten der Monster in jeder Region zu untersuchen. Wie schon die Legianer würde es mich nicht wundern, wenn andere Monster ebenfalls rauflustig werden. Stimmt. Dieser alte Allwürm hat vielleicht ein paar der ungestümeren Gesellen hier in der neuen Welt aufgewiegelt. Ich stimme dem Plan vom Boss zu. Wenn wir ihn durchziehen, haben wir alle eine wichtige Rolle zu spielen. Und diese Rollen spielen wir besser gut. Sonst ist es vielleicht zu spät, bis wir die Wahrheit hinter diesem alten Allwurm entdecken. Gut, lasst uns loslegen.